Tag, wie er seine Frau umbringen könnte. Und er entwickelt dann einen Plan, und, aber bevor er den sozusagen in die Tat umsetzt, überlegt er sich, dass es ganz praktisch wäre, den mal vorher zu üben. Und kauft sich so eine aufblasbare Puppe aus dem Pornoshop und probt dann sozusagen den Mord an seiner Frau, was total gänzlich in die Hose geht. Ja. Ja, also das nur so viel zum Beginn der Geschichte, und dann artet es total aus. Es war, wo alle wirklich Bücher rumlagen, die aber auch keinem gehörten. Also auch ja, die haben die einfach da liegen lassen. Und das Zeltplatz. Kann es spannend mal mitnehmen. Nicht vor deiner Tochter. Kein Fall ist unerhört. Nein, das ist in Norwegen. Nee, in Schweden. Zeltplatz. Ist das vom Regen, ne? Wie ist das denn? Warum heißt der Löwe Löwe? Weil der Löwe dem Tiger? Nein, weil der Löwe durch die Wüste läuft. Durch die Wüste, genau. Und warum heißt der Tiger Tiger? Weil der Tiger durch die irgendwas tigert. Nein, weil er durch die Wüste läuft. Aber hoch Tiger. Ja, warum heißt die Hyäne Hyäne? Weil sie durch die Wüste läuft. Aber hier und da eine. Okay, das Kulturgut von meinem Vater wieder weitergegeben. Nee. Weg ins Glück. Den Video haben wir jetzt irgendwie, haben wir gestern mal reingeguckt, das ist total skurril. So eine Selbstaufnahme, wie hier zwei mit dem Bus durch Deutschland fahren. Sprech mal weiter. Und ganz skurrile Sprech. Menschen. Hallo. Ich habe ja Kai kennengelernt, da hat sie ja ständig nur irgendwelche Sachen in den Mund geschnipst. Deswegen haben wir auch gleich verliebt. In Frankfurt, wo wir waren, alle Oliven und alle Nüsse und sämtliche Sachen flogen durch die Gegend. War immer ein bisschen leicht peinlich berührt. Ich so toll! Jetzt mal einmal im Mund. Hey! Hast du geschafft? Das ist euer Hund. Wie Asko. Genau, John. Nochmal? Bitte. Komm her. Jetzt mit dem Apfel. Das war nur zum Üben. Au! Oh. Wir sind ja fast reingetroffen. Au! Nicht so doll! Au! Streifst du mir das Haupt? Eine ganz lustige Munition. Ich kann nicht, das leider nicht. Einen darf ich noch, ja? Ja. Willst du mir fahren? Oh. Knapp. Schnapp ihn dir. Au, nicht immer auf die Nase. Immer auf die Augen. Ein bisschen albern. Werbung für Mein Stefana. Sehr schön. Nadine, zeig mal, wie du jonglieren kannst mit einem Apfel. Außer YouTube morgen alle. Aber ich wusste natürlich, dass irgendwas kommt. Ich hatte schon mitgedacht. Die haben mich ja noch ein bisschen geschont. Haben sich sozusagen nicht ständig nackt, weil sozusagen Kai ganz nackt über die Leinwand flittert. Ich habe noch flimmert, wollte ich sagen. Ich habe noch irgendwie. Flittert ist aber ein schöner Begriff. Flittert. Flattert. Flittert, flattert, flimmert. Vielleicht haben wir noch ein anderes Video gesehen von irgendeinem Skiurlaub oder von mehreren Skiurlauben. Ja, hat Michi auch zusammen. Da habe ich gedacht, wenn sie das zeigen, dann ist meine Familie total entsetzt. Oh Gott. A heart that longs for you, to arms that will be true. These things are for a lifetime. To lips with one desire to serve.